Die Widmer-Schlumpf ist endlich gegangen, die SVP hat wieder zwei. Der Brunner hat eine grosse Freude, der Blocher hat keine Ziele mehr. Er sucht einen Job, wo er noch einmal zeigen könnte, was er auch kann. Der Christoph ist noch jung, er könnte den Stuhl vom Blatter haben. Christoph Blocher redet von Habsburg, Pestalozzi und noch mehr. Und Besucher gehen mit geschwellter Brust ans Essen, wo ist gratis gesehen. Es sind auch glücklich, alle zufrieden, nur im Stadtrat gibt's den Rest. Genauso mich mir Gottfried Stutzes Jubiläumsfest. Der Bischof Wunder, der von Chur, hat mit Pink Gras schon ziemlich meins. Er redet abschätzig über Lesben, Schwule, wie da jeder weiss. Er dreht ein Band mit auf dem Ranzen, wo sein Hirn vom Schwänzli trennt. Ich frag mich, ob er echt die Bedeutung von der Farbe drauf könnt. Lara gut ist gut, so gut wie es eben nur ein Gute kann. Die guten Männer sind nicht gut und gut eine Frau und halt kein Mann. Beim Interview sei gut, ich bin so 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 gut, ich. Oh, Entschuldigung. Weil es niemand so gut kann. Und nehmt das Mikrofon nicht weg, dann wär sie jetzt noch dran. Ihr habt ein wunderbar schönes Städtli, wenn du flanierst, wird das schnell klar. Und sättig Plätze wie eure heiteren sind in der Schweiz recht rar. Das Geld regiert die Welt und nach dem Ewigkauf sind ihr chli schwach. Drum sind ihr nach der Fusion Ortsteil von Strengelbach. Josef Blatter, 79 und noch FIFA-Präsident, ist gegen jeden und gegen alles und grundsätzlich resistent. Der Sepp hat seinen Abgang bös verpasst und sieht die Welt himmelblau. Es sind zum Glück nicht alle so und drum sag ich jetzt Ciao.